Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Farmers Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid bei unserem kleinen Bauernhof. Hier, wo muss ich denn hin? Ja, in der letzten Folge haben wir ja die fette Ernte eingefahren. Ne? Wir haben jetzt 59.000 Euro auf dem Konto. Durch die Gewächshäuser, wo wir die Paprika verkauft haben. Ich habe auch schon wieder soweit alles angepflanzt. Das habe ich mal so zwischen der Folge gemacht. Unsere Frau bockt ein bisschen rum. Die hat Kopfschmerzen. Die will nicht mit uns. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Händler. Und wir müssen nämlich unsere Felder noch düngen. Das machen wir nämlich in der heutigen Folge. Und den Fendt könnten wir uns eigentlich auch mal gönnen. Ne? Da müssen wir nur ein bisschen Geld sparen. Das heißt, ich bin jetzt gerade hier hingefahren. Ach, eigentlich hätte ich ein altes Gerät mitnehmen können. Guck mal, der ist nämlich richtig klein. Und wir wollen uns hier diesen Rauch-Düngerstreuer gönnen. Ich hoffe, der kann den ziehen. Müssen wir mal gucken. So, wir steigen erstmal aus und werden uns dieses schöne Teil hier gönnen. So, machen wir ein Screen hier. Bupp. So, Düngermaschine hier. TWS Rauch. Die Textur ein bisschen unscharf, ne? 7010. Ja, da müsst ihr nochmal dran, liebe Entwickler. Das muss auf jeden Fall nochmal gemacht werden. So, E kostet 35.000 und hat 1200 Kilogramm Fassungsvermögen. Gut, das müssen wir uns jetzt kaufen. Haben wir gerade eben getan. Wir haben immer noch 24.000. Wir bräuchten auch noch hier so einen Fliegel, so einen richtig schönen Transporter. So, das machen wir auch noch. So, jetzt fahren wir hier mal rückwärts ran, in der Hoffnung, dass wir das hier beziehen können. Ja. So, koppeln wir an. Und dann geht's los hier. Ach, cooles Teil, ne? Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Kann er den ziehen? Ja. Sieht ein bisschen... Ich glaube, warte mal. Wenn wir den jetzt dafür nehmen würden, das wird mit dem besser aussehen, ne? Ich weiß ja nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob wir den uns dann irgendwann auch mal kaufen sollen. Das ist hier so ein 936er, hattet ihr, glaube ich, geschrieben, ne? Ich glaube, der... Ja. 936er, sowas. Weil für einen 1050er ist er meiner Meinung nach ein bisschen kleiner. Ja, egal. So, wir haben jetzt erstmal unseren Lindner hier und werden jetzt zum Hof zurückfahren, beziehungsweise müssen einmal kurz hier bei hier anhalten. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen Dünger kaufen. Das heißt, da machen wir auch unser Lager voll und werden noch ein paar andere Sachen uns gönnen. Mal kurz gucken. Wo fahren wir denn jetzt hier lang? Straße hoch, dann links und dann rechts. Okay, gut, alles klar. So, auf geht's mit unserem neuen Gerät hier. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Richtig groß, das Ding. Pflegebereifung kennt das nicht. Güllefass brauchen wir auch noch, um Gülle auszubringen. Ich weiß gar nicht, ob da haben wir auf jeden Fall, ob wir da genug haben. Müssen wir gleich mal gucken. So. Boah, der tut sich echt schwer hier, ne? Guck mal, der zieht ganz schön hier. Wir machen mal das Getriebe wechseln. Ah, guck mal. Allrad. Wenn wir Allrad anhaben, dann geht das Ganze ein bisschen besser. So, wir machen mal den Tempomaten rein hier. Und fahren jetzt erstmal hier noch zum Händler, zum Landhandel hier und werden dann dort einige Dinge noch kaufen. Schauen wir mal, was wir da noch Schönes finden. Aber ich finde echt schön, ne? Mal ein Screen machen. So. Und weiter geht's. Ich glaube, der Traktor ist dafür eher ungeeignet. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. So, da ist der Landhandel. Da fahren wir jetzt hin und dann werden wir... Und so eine Blinker fehlt mir hier noch, dass man blinken kann und solche Geschichten. Ne, Rundumleuchte. Liebe Entwickler, kann man vielleicht noch mit einbauen. So. Und endlich mal Bewässerungssystem für die anderen Gewächshäuser. Gut, die wachsen auch so, wir haben es ja gesehen. Aber ich sag mal, das wäre eine Möglichkeit. Und auch diese Setzlinglager so ein bisschen nochmal überarbeiten, dass man auch da dann dementsprechend etwas... deponieren kann und nicht immer hin und her springen muss. Das ist ein bisschen doof geregelt. So, wir parken mal hier. Steigen mal aus. So, finde ich auch schön, dass der einen LKW-Sound hat, wenn wir rückwärts fahren. So, Mahlzeit, Ibims, 1 Bauer. So, wir gucken mal. Was brauchen wir denn? Wir brauchen... Der Greenhouse-Goods haben wir noch genug. Was bräuchten wir denn noch? Animals and Fertilizer. Ach hier, Dünger und Dung. Fertex? Was ist denn Fertex nochmal? Ach, das war so eine Kombi, ne? Ja, wir brauchen jetzt Dünger. Ist das Dünger? Oh, Leute.
Ist das Dünger? Warte mal. Wir können noch weitere Kühe holen? Nein. Stroh könnten wir kaufen, wollen wir aber nicht. Dann haben wir hier Dachs, also Enten, Gänse, einen Hahn, Tauben, Dünger. So, ich würde sagen, wir kaufen mal richtig ordentlich ein und machen das Lager voll. Kaufen. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Brauchen wir sonst noch irgendwas? So, wenn wir schon mal hier sind. Gucken wir mal. Greenhouse Goods habe ich noch genug auf Lager. Gab auch nichts Neues mit dabei. Nö, ne? So, ansonsten Hühner. Können wir noch weitere Hühner kaufen? Nein, können wir nicht. Hühnerfutter könnten wir mal ein bisschen einmal voll machen. So. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Stroh, weil da haben wir auch nichts mehr davon. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug. Das heißt, vorbei mit der Shopping-Tour. So, und wir fahren jetzt zurück zu unserem Hof und werden dann jetzt hier den Dünger einladen und dann über die Felder brettern. Ob man hier vom Brettern sprechen kann, bei der Geschwindigkeit wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Aber wir fahren jetzt auf unsere Felder raus, laden das Ding dann hier voll. Ist nämlich gleich hier um die Ecke. Und da müssen wir mal schauen, was wir noch machen. Das mit den Kindern irgendwie klappt nicht, weil Frau Migräne hat, haben wir in der letzten Folge festgestellt. Oder ich habe das irgendwie zeitlich nicht richtig abgepatzt. Wie so kurz vor 9 oder so. Müssen wir noch mal gucken, dass wir das irgendwie noch hinbekommen. Oh, das Ding sieht auch wieder aus wie Sau, ne? Müssen wir mal sauber machen. Ansonsten haben wir noch den Hof zu renovieren. Und was haben wir noch zu machen? Ja, die Gewächshäuser habe ich schon wieder vollgeräumt. Das passt soweit. Felder bestellen. Okay. Und ansonsten, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwie lukrative Aufträge hier irgendwo? Repariere Gebäude. Transportmission. Was? Ach nee, das ist der Pickup. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Was wir da jetzt noch machen. Wenn ihr auch Ideen habt, was ihr mal gerne sehen wollt, da habe ich natürlich gerne für Anregungen natürlich offen. Das heißt, ja, schreibt einfach mal rein, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt. Und dann würde ich das dann so machen, dass wir dort auch gemeinsam etwas machen. Achtung, Bienenhaus. Ja, vielleicht noch ein bisschen Garten machen hier, ne? Und, ach, guck mal, jetzt müssen wir erstmal die Düngermaschine wieder wegpacken hier. Oh. So, warte mal. Kann ich die hier auch schleppen mit? Gucken wir mal. So, abkoppeln. Ist schon ein großes Teil, ne? So, weiter geht's. Wir könnten uns auch noch weitere Gewächshäuser kaufen, um noch mehr Geld zu haben, ne? Warte mal, ich ziehe die mal weg hier. Das ist nämlich hier die Saatmaschine, die alte. Die müssen wir auch mal kann ich den hier mit wegziehen? Ich hoffe schon, ne? Ah doch, da stand's gerade. Da. Muss man immer genau aufpassen. So, das Teil parken wir jetzt erstmal. Keine Ahnung. Erstmal hier. So, abgekoppelt haben wir's. So, jetzt fahren wir hier wieder rum. Ah, ne. Komm, wir drehen hier. Und dann geht's ab auf die Felder. Eine Runde düngen. So, natürlich müssen wir das erstmal wieder voll machen. Bin ich mal gespannt, wie das, was für eine Breite der überhaupt hat, ne? So. Das haben wir jetzt. Einmal ankoppeln. Das ist immer noch ein bisschen tricky mit dem Ankoppeln. So, weiter geht's. Ja, da tut sich echt schwer, der Kleine, den an, ne? Wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Gerät. Skills wieder. So. So kann ich den jetzt hier nicht. Ach da, Magazin. Auch toll. So, wir wollen jetzt hier mit Dünger befüllen. Fertex hätten wir auch noch. Das ist, glaube ich, hier die chemische Variante. 1200 Liter passen da rein, ne? So. Haben wir das Ding jetzt voll? Ich glaube schon.
So, düngen beginnen. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, da haben wir die Anzeige. 1200, 84% an... Upsa. 84% an Tankvolumen haben wir noch. Dann scrollen wir mal ein bisschen raus hier. Wir werden das Ding mal einschalten. Mal gucken, wie das... Was für eine Fläche das hat. War schon ordentlich. Aber die Textur, ja, die macht ja ordentlich, aber... Ich sag mal, sieht man da auch irgendwas? War jetzt nicht so viel, ne? Da fehlt mir noch so ein bisschen... So ein bisschen die Animation, ne? Da könnte man vielleicht auch nochmal was machen. Aber es geht schnell, ne? Guck mal, wie schnell das geht hier auf dem Feld. Ich weiß noch, wie lange wir gebraucht haben, mit dem anderen zu fahren. Das war auf jeden Fall schwieriger. Und guck mal, wie schnell der hier unterwegs ist. Also, es ist ja ein Träumchen. Das ist ja... Da macht Feldarbeit wieder Spaß. Ne? Als mit dem kleinen... Na gut, mit dem kleinen Jack Beer, ne? Das hat natürlich auch Spaß gemacht. Aber, das ist jetzt mal hier effektiv. So, gerade fahren kann er immer noch nicht. So, machen wir kurz hier nochmal ein Foto. So, da hat er wieder was vergessen hier. Man kennt ihn. So, egal. Das bessern wir gleich noch fix aus. Ist auch sparsamer, was den Dünger angeht, ne? Auch nicht schlecht. Können wir das andere Fäckler auch noch machen? So, komm, 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 komm. Dreh, 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 dreh. So, das haben wir auch noch. Das geht recht fix. Aber muss ich sagen, da hat sich die Investition auf jeden Fall gelohnt. Meine Meinung jetzt, ne? Ihr sagt wahrscheinlich wieder, ach nee, hier Feldarbeit und sowas, ist halt überhaupt nicht lukrativ. Macht absolut keinen Sinn in dem Game. Ja, vielleicht, ne? Wie gesagt, also es ist vielleicht nicht die lukrativste Variante. Wir schalten das erstmal wieder aus. Und machen jetzt nochmal hier die kleinen Teile, die ich vergessen habe. Und ansonsten aber, guck mal, das war jetzt hier drei Minütchen, die wir jetzt hier verbracht haben mit dem Düngen. Also das ist, auf jeden Fall eine Verbesserung zu vorher. Da haben wir Stunden gebraucht. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch was vergessen. Da müssen wir auch nochmal drüber. So, schalten wir das Teil nochmal an hier. So, gedüngt haben wir es jetzt. Gucken wir uns das mal an. Jo. Gedüngt haben wir. Jetzt müssen wir noch Dung ausbringen. Und dann aussehen. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall noch ein größeres Fass. Da brauchen wir aber erstmal nochmal ein bisschen Geld dafür. So. Na, aber ich habe euch ja angeboten, schreibt rein, was wir als nächstes machen sollen. Ich hau jetzt meine Tempomaten hier rein. Boah, das ist zu schnell. Deswegen werde ich mich erstmal danach richten, was wir machen. Denn wenn ihr sagt, ja, komm, mach Feldarbeiten, dann machen wir Feldarbeiten, dann brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Geld. Schreibt es einfach rein. Wir haben ja so viel zu tun hier, noch ein paar Dinge zu zeigen. Oder wenn ihr nochmal Sachen sehen wollt, wie gesagt, mache ich das natürlich gerne. So. Fahrtechnisch hier sind die mir ein bisschen zu schnell, wenn die hier am Düngen sind. So ein Tacken. Ne? Weil vorhin auf der Straße hat das sich total schwer getan und hier gibt er Vollgas. So, dann haben wir das auch gleich fertig. Jetzt fahren wir nochmal hier so einmal rum. Komm, wir fahren mal erstmal am Vorgewinde hier. Vielleicht ist das besser. So, erst einmal hier die Außenkanten einmal abfahren. Wobei, Dung kann ich ja auch erstmal mit dem kleinen Fass ausbringen, oder? Da müssen wir eigentlich genug haben. Wir gucken gleich mal. So, das haben wir fertig. Jetzt fahren wir hier nochmal hoch. Das ist einfach auf jeden Fall auch sparsamer, ne? Guck mal, nur noch 50% drin. Haben beide Felder gemacht. Gut, im anderen hat natürlich nicht so viel reingepasst. Aber ich finde schon, dass sich das lohnt. Mit den Maschinen, ne? Wenn man dann später alle Maschinen hat, dass man dann auch die Felder vernünftig bestellen kann. So, jetzt nochmal hier über die Kante. Und dann sind wir fertig, Leute. So, das war's.
Da ging er ratzfatz. So, alles gedüngt. Ne, da fehlt noch ein Stück, glaube ich. Schmeißen wir mal kurz an. Ballern hier nochmal drüber. Ich glaube, hier ist nicht richtig gepflügt worden. Nee, das will er irgendwie nicht. Aber auch hier haben wir jetzt kultiviert. Dünger 99%. Habe ich irgendwo was vergessen? Nö. Ah, doch, da vorne. Hier. Die Kante wieder. So. Gucken wir mal. Haben wir jetzt 100? Jo, jetzt haben wir auch hier 100%. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, parken wir das Teil erstmal hier rückwärts irgendwo ran. Und dann haben wir die Felder auch gedüngt. Sehr cool. So. Und dann gucken wir mal, wie viel Dung wir denn haben. Können wir es irgendwo sehen? Ich glaube, ich muss hier einfach ranfahren, ne? Dann könnte ich ja auch erstmal. Guck mal, wie dreckig und speckig das Ding ist. Weil anhängen könnte ich den ja hiermit auch, wenn wir von der richtigen Seite ranfahren. So, Achtung, die Gänse hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Wir können mal in die Innenansicht gehen. Wobei ich die irgendwie. Da wird einem schlecht bei. Oh. Meine ich zumindest. Ach, guck mal hier, der Mann ohne Kopf. Sleepy Hollow lässt grüßen. So, So, Gülleverteiler. So, ist der voll? Ich fahr mal ein Stück zurück hier. Hier machen wir erstmal voll. Ich denke mal, Gülle haben wir genug, ne? Ach, guck mal. Mist auf Lager. 41.000 Liter. Das ist ja megamäßig. Ja, komm, dann bringen wir den Dung jetzt auch nochmal aus. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Machen wir jetzt zwar mit dem alten Gerät jetzt, aber wenn ihr es dann nochmal mit dem neuen Gerät sehen wollt, ich glaube, dafür reicht das Geld jetzt nicht für das große Güllefass. Machen wir das jetzt einmal auch noch in der Folge. Da haben wir ja ein bisschen Feldarbeit gemacht und ich fahre das neue Gerät direkt kaputt. So, auf geht's. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich wieder an die kleine Reichweite gewöhnen. Aber dadurch, dass das natürlich hier sehr, sehr fix geht, mit der Fahrerei, wird das auch nicht so lange dauern. Warum jetzt hier solche Spuren drin sind, weiß ich jetzt auch nicht. So. Das machen wir auch fertig. Cool. Ja, aber das braucht hier wieder länger, ihr seht schon, ne? Also da ist die Arbeitsbreite jetzt nicht so gegeben. Deswegen schalten wir mal kurz ab. Ich halte mal kurz an hier. Drück mal kurz M. Dann könnten wir das. Mal kurz gucken, in welche Richtung gucke ich denn? Ich gucke jetzt in Richtung Hof. Das heißt, wir haben das rechte Feld hier. Und das linke könnten wir. Ne, wir brauchen 50.000 Sozialpunkte. Die haben wir ja letztes Mal verwendet. Die können wir jetzt gar nicht nutzen. Ihr seht schon, keine Sozialpunkte mehr. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen warten. So. Das machen wir jetzt hier fertig. Ich dünge das jetzt soweit hier. Das heißt, heute haben wir mal wieder ein bisschen Feldarbeit gemacht, haben uns hier dieses neue, schicke, ja, diese Düngermaschine gegönnt. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal wieder hier mit einer Folge zu eurem, ja, Lieblingsspiel, Farmers Dynasty. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit wieder gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr auch mal andere Sachen sehen wollt oder was wir als nächstes machen sollen oder was als nächstes auf dem Plan steht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Bauer, der Homer.